Moin! Moin! Und wieder mal herzlich willkommen bei dem Friesencamper an. Wir sind wieder unterwegs und zwar schon wieder in die Lüneburger Heide, denn es ist Saisonstart im Heidepark und das nehmen wir natürlich mit als und dann nehmen wir euch mit. Genau. Und somit wünschen wir euch viel Spaß bei dem Video. Viel Spaß! So, wir fahren jetzt gerade zum Stellplatz. Also Campingplatz mit Stellplatz vor der Schranke, ne? Genau. Wir könnten auch beim Heidepark übernachten, aber wir brauchen heute Nacht Strom. Ja. Was hier cool ist auf dem Platz, sehe ich auch gerade, die haben hier immer so einen Pool, ne? Guck mal, hier rechts direkt ist ein Pool. Ja. Hier fahren wir übrigens auch immer hin. Ich zeige mal eben den Pool. Wenn man das sieht, ja. So. Hier fahren wir übrigens auch immer hin, um Fähr- und Entsorgung durchzuführen. Wenn wir beim Heidepark stehen, ja, weil wir eine Jahreskarte haben. Hier kann man für 5 Euro eben Wasser auftanken und so weiter. Das machen wir ganz gerne. Genau, und jetzt stellen wir uns aber hier vor die Schranke, denn da sind Wohnmobilstellplätze. Genau, wir müssen uns so kurz anmelden, ja, ne, an der Rezeption. Herzlich willkommen hier auf dem Campingplatz, auf dem Simpel. Ist auch ziemlich simpel, das ist nicht allzu weit entfernt vom Heidepark. Wie lange sind wir? Guter Kilometer ist das, glaube ich, fährt man bis dorthin. 5 Minuten? Ja, na, nicht mal. Drei Minuten. Also ja, es ist wirklich, kann man auch zu Fuß gehen. Ist näher dran als der Bahnhof, wenn man mit dem Zug anreist. Also es ist wirklich direkt am Heidepark. Ja, ich habe mir gerade mal hier den Plan gegriffen, um euch mal vielleicht so ein bisschen zeigen zu können. Das hier ist das ganze Campingareal auf dem Campingplatz. Und zur Orientierung, hier ist die Zufahrt. Genau. Und wir stehen jetzt hier vorne, denn vor der Schranke sind 5 Stellplätze für Wohnmobile. Genau. Ist halt ein bisschen günstiger, als wenn man hier anreist auf dem Campingplatz an sich. Schöner Campingplatz an sich. Wir haben uns den schon öfter mal angesehen, sind auch schon mal so ein bisschen drüber gelaufen. Auch mit dem Pool für die Kinder im Sommer, glaube ich, richtig cool. Ja. Wenn man aus dem Heidepark kommt und man ist hier zum Beispiel mit dem Caravan, also mit dem Wohnwagen oder Co. unterwegs, können die Kinder nach dem Park nochmal schön im Pool springen. Ist sehr geil. Und wir super haben freundliches Personal, das wollte ich noch sagen. Ja, das war gerade echt mega lieb. Viel wert. Und sind die sowieso immer, weil wenn wir hier manchmal beim Heidepark sind, kommen wir auch hier, wie gesagt, oft zur Fähr- und Entsorgung. Ja. Das kostet dann 5 Euro, wenn man hier nicht Gast ist sozusagen. Mhm. Und da sind die auch immer super lieb. Ja, das wollte ich nur sagen. Ist auch wichtig, ne, dass Leute immer nett sind. Ja, seid nett. Nee, es ist ja so. Es sind 5 Stellplätze, wie gerade eben gezeigt auf der Karte. Ja. Und das ist vor Park, also vor dem Eingangsschranke. Der Rest, das ist ein Riesenareal. Das ist alles der Campingplatz, wie gerade nochmal in der Nahaufnahme. Mhm. Und diese 5 Reihen, wo wir gerade stehen an Stellplätzen, sind schön angelegt. Wir stehen etwas schräg, müssen wir sagen, auf unserem Platz. Es ist ein bisschen geneigt. Mhm. Und aber ansonsten schöner Kiesboden, Stromanschluss ist dabei und direkt 5 Meter daneben hinten ist die Fähr- und Entsorgung. Also ihr könnt hier direkt Fähr- und Entsorgen. Und wichtig, All-Inclusive-Tarif, der Strom ist bei 21 Euro mit drin. Ja, genau, haben wir schon erzählt, 21 Euro haben wir bezahlt. Mhm. Bis 12 Uhr dürfen wir hier stehen. Strom ist mit dabei, alles Fähr- und Entsorgung und Duschen ist auch inklusive. Also ihr könnt duschen, bis ihr umfallt. Genau. Und das finde ich immer cool. Also ich bin jetzt kein Wasserverschwender oder so. Mhm. Aber sind wir ehrlich, es ist schon geil, das Ding mal auf heiß zu drehen, ab und zu da einfach mal so 10 Minuten oder zu stehen. Macht auch mal Spaß. Muss ja auch mal sein. Ja, ist halt immer doof, wenn man so unter Zeitdruck am Duschen ist, aber da ist ja jeder auch wieder anders, ne? Und wir boykottieren keine Campingplätze, um Gottes Willen, finden wir auch immer super schön. Ja. Nur da wir halt so ein bisschen, ne, wir haben uns ja spezialisiert auf unseren Reisemodus, auf dieses heute da, morgen da. Und genau, das ist bei uns eigentlich fokussiert, sind Stellplätze. Ja. Ja, genau. Und genau, wie man auch gerade sehen kann, vielleicht, ich weiß es nicht, im Hintergrund checken schon die nächsten Leute ein. Mhm. Denn genau gegenüber von diesen 5 Stellplätzen vor der Schranke ist auch die Check-in-Linie für die Leute. Also wenn ihr ankommt, da rechts an die Seite und dann vorne einmal anmelden in der Rezeption. Ja. Wenn man hier auf dem Campingplatz steht, ich will mich jetzt nicht falsch äußern, aber ich glaube, so ungefähr 40 Euro zahlt man hier, ne? Also das müssen wir noch mal nachsehen, aber ich habe das mal so
gestern ganz grob eingegeben, sprich unser Van, Camping-Van auf der Wiese, 2 Personen plus Hund, war man roundabout bei 40 Euro. Mhm. Ja. Und ihr steht halt hier für 21 Euro vor der Schranke. Na, ja. Also da sieht man mal die Differenz zwischen Stellplatz und Campingplatz. Wobei ich sagen muss, auf dem Campingplatz selbst wäre es wahrscheinlich ein bisschen idyllischer, gemütlicher. Auf jeden, ne? Fall, auf jeden Fall. Genau. Aber wir müssen sagen, es gibt ja auch viele Stellplätze, die idyllisch angelegt sind wie Campingplätze, ja, und auf denen man sich auch wohlfühlt. Ja. Ich fühle mich jetzt hier auch nicht unwohl, aber der Stellplatz ist auch ziemlich nah an der Straße, die vorbeiführt, direkt bis zum Heidepark. Es könnte hier ein bisschen lauter werden. Hier ist wieder Trouble. Ja, hier ist ein bisschen mehr los. Aber wir sind in erster Linie erstmal hier zum Duschen, zum Stromtanken. Genau. Abwasser ablassen, wollten wir nochmal, und frisch auffüllen. Ja. Und dann fahren wir 3 Minuten wieder in diese Richtung und sind dann auf dem Heidepark-Stellplatz. Wir haben uns jetzt gerade von einem Kollegen abholen lassen vom Campingplatz und sind jetzt hier im Outlet Center in Soltau. Designer Outlet Soltau. Genau, hier findet ihr so verschiedene Stores, also von Gucci bis Mucci ist hier alles mit dabei und weiß nicht was. Und ihr könnt hier auch ein bisschen Kaffee trinken, Kuchen essen und ich glaube warme Mahlzeiten an sich gibt es auch. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert, wenn ihr hier in der Gegend seid. Wir bummeln immer so ein bisschen, weil meistens kaufen wir gar nichts, weil wir irgendwie nichts finden. Wir holen uns einfach eine heiße Schokolade oder einen Kaffee und dann ist gut. Ne? Das ist so. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Gerade hier ein schönes Eis geholt für, weiß ich nicht, 3 Euro noch was. Okay, sieht gerade nicht so ästhetisch aus, aber schmeckt sehr gut bis jetzt. Ja, also ihr kriegt hier wirklich einiges geboten. Also wenn ihr hier nach Soltau kommt, dann nicht natürlich nur der Heidepark, was für uns der Hauptgrund ist, hierher zu kommen, sondern das Designer-Outlet. Was hier auch noch in Soltau sehr, sehr erwähnenswert ist, ist die Therme. Die ist auch sehr gut. Soltau Therme und Bispinger Heide hier. Ja, Bisping, da habt ihr hier, da habt ihr noch einen Skidom, also da könnt ihr Ski und Snowboard fahren gehen, da ist noch eine Piste. Dann habt ihr noch eine Kartbahn, da habt ihr irgendwelche Paintball-Sachen. Das verrückte Haus. So ein verrücktes Haus, ja. Das muss man mal irgendwie, müsst ihr mal googeln, das verrückte Haus, das sieht auch ganz crazy aus. Und noch zahlreiche andere Angebote, wie zum Beispiel auch Center Park, Bispinger Heide. Genau. Der ist sehr cool. Aquamundo, ne? Aquamundo. Ja. So heißt das Schwimmbad immer ein Center Park. Ach so, ja, gut. Aber das ist hier der Center Park in der Bispinger Heide. Nachdem wir gerade eben hier angekommen sind, eingesteckt haben und euch ein bisschen den Platz gezeigt haben, also auf der Karte. Ja, war ich noch mal ganz kurz die Toilette wegbringen. Die musste auch mal wieder leer. Aber dann dachte ich mir so, komm, das müssen wir jetzt unbedingt zeigen. Ich glaube, da seid ihr froh, wenn ihr das nicht seht. Und ja. Wissen wir ja alle, wie es aussieht. Jetzt sind wir schon die ganze Zeit hier vorne am auf die Straße schauen und sehen hier einen Camper nach dem anderen eintrudeln. Also wir haben ja schon so ein, zwei Leute gefragt. Die sind wohl, viele sind hier wegen dem Saisonstart morgen im Heidepark. Einige Leute. Und ja, wenn ihr euch fragt, was wir gerade machen, wir tanken die Batterien auf, also zwar nicht unsere direkt, aber die vom Fahrzeug und die vom Laptop. Und ja, ich bin hier schön am Musik hören, deswegen habe ich auch so Knöpfe in den Ohren und feiere gerade hier so ein bisschen ab nebenbei. Ja, ich schneide noch ein bisschen unser neues Video und sehe natürlich auch hier den Trouble. Also es ist Wahnsinn, was hier reinläuft, alles, was reinfährt an Fahrzeugen. Wohnwagen, Wohnmobile und. Man sieht, es sind Ferien. Und man weiß, es ist Saisonstart im Heidepark. Also wir werden, wahrscheinlich wird da ganz schön viel los sein im Heidepark morgen. Übrigens, Internet ist nicht so pralle. Jetzt muss ich ja wieder meinen Bauch anziehen. Wir haben Telekom und auf LTE 4G-Basis habe ich hier nichts bekommen. Aber ich habe jetzt auf 5G geswitcht und jetzt geht es einigermaßen, muss ich sagen. Also ich denke mal, die haben irgendwo eine 5G-Antenne und das ist jetzt nicht stark, aber es ist ausreichend, um Videos zu gucken und YouTube und Co. Solltet ihr aber egal was anderes haben oder es geht irgendwie nicht, die haben hier auch WLAN und das scheint auch zu funktionieren. Ich habe es gerade mal getestet. Die Videos liefen, zwar langsam, aber es ging.
eine Ewigkeit später. Wie spät ist das? Ich glaube, 2 Uhr gleich. Ja, wir fahren jetzt eben zum... Also wir sind jetzt runter vom Stellplatz. Ja, und wir haben alles geschafft, was wir wollten. Wir haben 100% Batterie, wir haben Toilette ausgewechselt und wir haben in Ruhe den letzten Vlog geschnitten. Ja, und jetzt fahren wir wieder diese 5 Minuten direkt zum Heidepark auf den Parkplatz, damit wir dann morgen auch direkt aufstehen, also noch ein bisschen länger ausschlafen können. Gut, sind zwar nur 5 Minuten, aber wir stehen da auch ein bisschen gerader. Wir sind nämlich so die Anti-Keil-Gang, wir haben keine Keile. Ja, und auf dem Stellplatz gerade eben, da standen wir doch schon relativ schräg. Ja. Und ja. Also wir standen aber nicht nur nach vorne, wir standen auch so nach also links, komplett, also ganz komisch. Ja. Wir sind da eigentlich nicht so... Nee, eigentlich nicht, aber das war schon extrem. Wie sagt man, kleinlich, ne? Ja. So mi. Aber ja, wir dachten, wenn wir auch die Möglichkeit haben, direkt beim Heidepark zu stehen, dann düsen wir da jetzt mal rüber. Also jetzt sind wir nicht mehr alleine. Ja, letztes Mal, als wir hier standen, waren wir ganz alleine. Da hinten ist auch noch was, ne? Ja. Wahnsinn. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen von der Müllcrew. Ja, wir müssen eben Müll wegbringen. Ja, ja, wie gestern schon erwähnt, in der Nacht- und Nebelaktion ging es zum Heidepark. Parkplatz, genau. Und jetzt geht es in den Heidepark. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass wir bei einem Saisonstart dabei sind. Vorher wollten wir uns das immer nicht antun. Ja. Also wundert euch nicht, wenn es heute voll ist. Es wird sehr voll werden. Es wird wahrscheinlich voll werden, ja. Aber das Wetter spielt uns in die Karten. Ja. Die Sonne scheint bis jetzt. Es ist noch ein bisschen Nieselregen angesagt. Wir drücken die Daumen. Dass es gut bleibt. Ja. Einigermaßen. Ja. Und es ist auch kühl, muss man sagen. Ne? Schon sehr kalt. Also wenn ihr mal Lust habt, eventuell, entscheidet nach dem Video, ja, der Park ist schon interessant. Sorry für den Hänger gerade. Ich habe gerade geguckt, ob die Mikros überhaupt an sind, was sah so aus? Ja, die sind an. Sah aus. Dann am besten, wenn es möglich ist, in der Woche außerhalb der Ferienzeiten. Dann habt ihr wirklich gute Wartezeiten, könnt fast sitzen bleiben. Ja, heute weiß ich nicht. Wenn es schlecht läuft, gehe ich aus von circa 2,5 Stunden Kolossus Wartezeit für eine Holzachterbahn. Das könnte passieren. Und sowas machen wir auch eigentlich nicht mit, also wir fahren da nicht damit. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden und geben euch ein paar Impressionen. Wir werden da jetzt keine spezielle Parkvorstellung machen, Nein. Weil da gibt es genügend andere Leute. Auch Kollegen von uns, die Stoppies an dieser Stelle. Da verweisen wir jetzt auf die Stoppies. Genau, können wir auch nur empfehlen, falls ihr Freizeitpark-Content gut cool findet, schaut da mal vorbei. Ja. Ne? Und ja, wir stürzen uns jetzt ins Vergnügen, würde ich sagen. Erstmal stürze ich die Mülltüte in den Mülleimer. Also an der Hauptstraße, da kommt ihr quasi an zum Park. Fahrt dann hier einmal rechts herum, zieht euch ein Ticket oder ihr habt die Jahreskarte mit Parkfunktion. Und dann kommt ihr da an die Schranke, die eigentlich mit Kennzeichenerkennung oder halt mit der Jahreskarte zum Abscannen arbeitet. Ist auch ein bisschen Arbeit, aber es wird irgendwann. Und dann habt ihr hier den Parkplatz, wo ihr auch übernachten dürft ohne Campingverhalten. Und direkt da lang geht es zum Haupteingang. Schon sind wir im Park, Leute. Wie man hören kann, feierliche Musik am Haupteingang. Der Shop hat auch schon offen. Oder ihr könnt hier morgens Frühstück euch einen Kaffee holen. Und da hinten, wo die ganze Meute steht, da ist der Haupteingang und da geht pünktlich um 10 Uhr jeden Morgen immer in der Saison das Tor auf und alle stürmen den Park. Heute ganz besonders, natürlich erster Eröffnungstag, wird nochmal anders zelebriert. Ne? Ja,
komm mit uns in den Heidepark. Los geht's! Los geht's, der Spaß beginnt. Erleb unsere Welt, sie ist nur für dich bestimmt. Wir sind jetzt gerade im Park vor der Krake. Und sind auch schon die erste Bahn gefahren, nämlich hinter uns. Die Krake. Krake, ja. Die kommt auch jetzt gerade runter. Dive Coaster von B&M, aber ist ja nicht so wichtig. Das ist jetzt wieder zu spezifisch. Bisschen Nerdwissen. Ja. Geiles Ding. Ihr fallt quasi einmal runter. Und dann geht es da den Immelmann durchs Wasser und wieder zurück. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, man merkt, hier spricht der Coaster-Profi. Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen. Aber ist mal ganz cool, das glaube ich ganz grob einmal zu sehen, ne? Dann, ich würde sagen, gehen wir mal weiter, oder? Ja. Wundert euch nicht. Ab hier dienten die Mikrofone lediglich als Dekorationsartikel, aber funktioniert haben sie nicht. Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt gerade hier vom Mountain Rafting. Live-Schaltung. Ja, guck mal, da kommt auch gerade ein Boot, zeig das mal, ist auch cool. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen muss. Ach, ja, da. Das ist schon cool. Ein sehr schönes Areal hier im Heidepark. Wir mögen Wasserbahnen sehr, sehr gerne, deswegen ja, freuen wir uns Wasserbahn. Jetzt. Und jetzt gerade scheint die Sonne, wir dachten uns, komm, wir machen es einfach mal, wir gehen einfach mal rein, fahren eine Runde. Und vielleicht können wir auch 1, 2, 10 davon zeigen. Da waren wir gerade noch mal ganz entspannt essen, hinter uns im Wirtshaus des Admirals. Ja. Ja, da drinnen kriegt ihr wirklich so das Gängige, was man so kennt von der Currywurst Pommes, bis hin, was wir hatten, an Schnitzel mit Hollandaise und Kartoffelgratin. Haben wir leider nicht gezeigt, da war der Hunger zu groß. Ist immer sehr, sehr lecker. Sehr, sehr geil. Ja. Also können wir nur empfehlen, falls ihr mal vorbeikommt. Für diejenigen, die es vielleicht gar nicht so wissen, im Heidepark gibt es auch ein paar Shows. Einmal eine Show, da geht es irgendwie um Zeit und so weiter, und eine Piratenshow, die findet jetzt gleich statt. Und die sind auch richtig, richtig gut, also können wir nur empfehlen, falls ihr mal hier seid, dann schaut euch die an. Wir haben so hart geprobt und wir haben so an diese Show gefeilt und es ist so traurig. Wir würden so, so gerne spielen, aber es ist einfach zu gefährlich für uns. Tut uns so leid. Ja, wir wollten ja gerade ein paar Eindrücke von der Show zeigen. Das ist wohl ein Satz mit X gewesen, denn die hat nicht stattgefunden. Es hat zwischendurch, also es gab gutes Wetter, aber zwischendurch hat es nochmal gehagelt und geregnet. Und der Boden war das. Genau, deswegen konnten die, also die haben da gewisse Show-Einlagen. Und die kämpfen mit echten Schwertern und deswegen aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht mit der Boden rutschig ist da auftreten. Genau. Aber wie ihr sehen könnt, die Sonnenbrille ist ab, die Sonne ist weg, es wird auch langsam kalt. Und wir stehen wieder vorm Eingang. Ja, der Tag war echt schön, hat Spaß gemacht. Aber wir waren eine sehr, sehr große Gruppe. Vielleicht sieht man das auch im Hintergrund. Das ist doch der Rest. Ja. Und uns ist mittlerweile auch ein bisschen kalt. Deswegen freuen wir uns, dass wir quasi ein paar Schritte nur noch haben, um zum Wohnmobil zu gelangen. 2 Minuten und wir sind wieder im vorgeheizten Wohnmobil. Ja. Wir fahren jetzt nach Hause.
Und ja, wir hoffen, wir konnten euch den Heidepark so ein bisschen zeigen, ein bisschen nahe bringen. Also, ich komme zum Ende, bevor ich wieder getreten werde, wie im letzten Video oder wann das war, vorletztes Video. Von daher vielen Dank fürs Zusehen und vorbeischauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Habt euch wohl. Habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, eure Friesencamper. Tschüss. Liebe Grüße gehen raus.